Ja, hallo zusammen und willkommen bei Bals Kosmos. Heute soll es endlich um den Rost gehen. Ich habe die Vorbereitung ja, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, bereits getroffen. Ich muss natürlich jetzt noch anschleifen etc. pp. Und dann versuche ich mich mal. Das Wetter geht heute, sind so um die 15 Grad. Die Sonne kommt immer wieder mal raus. Es ist trocken. Ich habe den Bus rausgefahren, damit, falls da irgendwas stinkt, damit es auch schön abluften kann. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und dann mal los. Ja, was ihr jetzt hier sehen könnt, das ist praktisch der Rost in der Nahaufnahme, der jetzt hinten an der letzten Säule ist, oben im Eck, wo das Kondenswasser anscheinend immer durchgelaufen ist. Und so sieht er jetzt aus. Und jetzt gleich werde ich den mal ein bisschen mit der Flex ärgern. Und dann gucken wir mal, wie er danach aussieht. Ja, was wir jetzt hier sehen können, das ist jetzt praktisch der erste Schliff. Und wir sehen, diese Schrumpfscheibe, die geht relativ gut ran. Oberflächlich gesehen. Trägt natürlich extrem gut den Lack ab. Allerdings in diese Ritze kommt es natürlich nicht rein, aber es ist ja auch kein Wundermittel, wie will die da reinkommen, ne? Aber sieht doch schon ganz gut aus. Ja, was wir jetzt hier sehen, das ist, wo der Wasserbehälter ist, hier am Seitenteil. Bisschen nah dran, damit ihr auch was seht. Da waren ja diese Rostflecken. Die habe ich zum Größteil jetzt wegbekommen. Allerdings hier hinten drin, wie ihr seht, in diese Kante hier, da bin ich jetzt natürlich nicht hingegangen. Da muss ich jetzt mit der Hand ein bisschen beigehen. Bisschen Schleifpapier. Dann werde ich da mal dran gehen. Ansonsten habe ich jetzt hier das gemacht, das ist praktisch in der Mitte an der C-Säule, wo oben die Dachverstrebung vernietet ist. Das habe ich ein bisschen sauber gemacht, das ist jetzt die Beifahrerseite. Was wir jetzt hier sehen, ist die hintere Säule, also die D-Säule. Und das ist praktisch die obere Kante. Aber man sieht, dieses Pad kommt natürlich jetzt nicht in diesen Zwischenraum rein. Da muss man dann natürlich drauf verhoffen, nicht verhoffen, sondern darauf hoffen, dass dann halt das Mittel Wunder wirkt. Naja, ganz so viele Wunder braucht es ja auch nicht. Hauptsache, der Rost ist einigermaßen eingebunden. Ja, auch auf der Beifahrerseite, C-Säule, wo es dann hochgeht zur Dachverstrebung, haben wir ein bisschen sauber gemacht. Es ging auch recht gut. Und ich hoffe halt jetzt, dass halt das Brunox Epoxy, dass das dann da in diese kleinen Zwischenräume geht und dort noch ein bisschen für Wunder sorgt. Was wir jetzt hier sehen, ist, wo der Zusatzheizer hinten befestigt war mit den Schrauben. Da habe ich dann auch ein bisschen mal Rost weggemacht. Und wenn ich ehrlich bin mit dieser Schrubscheibe, das macht schon Spaß, echt. Da hätte ich jetzt auch ganze Flächen hier mit entlacken können. Das ist schon ein Spaß. Und an Rost geht es auch ganz gut raus. Das zeige ich euch mal jetzt hier. Das ist jetzt eine Roststelle gewesen. Und wie ihr sehen könnt, geht die Schrubscheibe da relativ gut rein und nimmt den Rost raus. Da sind auch ein paar Poren, aber deswegen haben wir ja das Epoxy-Zeug,
dass das den Rest praktisch umwandelt bzw. einschließt. So, was ihr jetzt hier seht, ist die erste Schicht von dem Epoxy Prunox Zeugs. Und was ich interessant fand, am Anfang sah das aus wie eine klare Schicht und jetzt verfärbt sich das Metall so ein bisschen ins Lila, ne? Da, wo halt das Metall blank war, da sieht man eigentlich gar nicht so viel, aber da, wo halt irgendwo noch was anderes war, dann wird es halt schwarz. Und beim Rost, ja, ich glaube, da reagiert es auch noch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt praktisch die hintere Naht. Und da sehen wir, da war ja ein bisschen mehr Rost gewesen. Und da, wo der Rost drinne saß, da wird das jetzt schwarz. An den blanken Blechteilen ist es halt so violett. Laut Herstellervorgaben soll da jetzt 3 bis 4 Schichten drauf. Und dann jeweils 1 Stunde warten. Das werde ich aber nicht. Ich werde 1/4 Stunde, 20 Minuten warten. Dann mal mit dem Heißluftföhn drüber gehen. Und dann noch eine Schicht spritzen. Bin mal gespannt, wie das aussieht dann. Ob das dann schwarz wird oder was. Aber es reagiert auch nur da, wo jetzt praktisch das Blech ist. Also da, wo man den Lack auch weggemacht hat. Ja, also so sieht das jetzt nach der zweiten Schicht aus. Ist halt relativ, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, so violett, Mitternachtsblau, violett. Ist halt recht dunkel. Was ihr jetzt hier seht, das ist so ein Flecken, der war auf dem Boden bei dem Zusatzheizer. Und da, wo halt dieser Fraß ist, aber Rost. Und wir sehen, in diesen Vertiefungen, wo der Rost noch drinne war, wird es halt schwarz. Und da, wo es blanke Blech ist, ist halt dieser Violettton. Nur, dass ihr mal so eine Idee kriegt, wie dieses Zeug hier wirkt. Was wir jetzt hier sehen, das ist dieses Seitenteil hinter der Schiebetür praktisch, wo ich demnächst noch die Isolierung reinmachen möchte. Da, wo halt der Lack ist, bleibt es ganz normal und da, wo es halt frei war, verfärbt sich und die Ränder natürlich auch. Ja, ihr Lieben, das war's mit einem weiteren Video hier von der Restauration bzw. Renovierung. Heute habe ich, wie ihr gesehen habt, mit Prunox Epoxy den Rost behandelt. Vorher hatte ich mit so einer Schrubbscheibe praktisch den Lack runtergenommen und den Rost, sofern er oberflächlich war. Dann habe ich das Ganze sauber gemacht, abgeklebt und dann bin mit dem Zeug drüber. Ich habe es absichtlich nicht überall ganz perfekt gemacht, weil es mich natürlich auch interessiert, wenn das irgendjemand nur punktuell machen möchte. Das Prunox gibt es ja auch zum Streichen in der Dose. Und wenn du dann einfach nur hingehst und machst um eine Schraube herum, wo vielleicht Rost ist, ein bisschen den Rost weg und gehst dann drüber, ohne dass du da jetzt ganz fachmännisch ein Viereck oder irgendeine spezielle Struktur säuberst, anschleifst und so weiter, inwiefern man das dann auch benutzen kann. Aufgrund dessen, dass man halt 3 bis 4 Schichten braucht, da hat das länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich könnte heute noch mit der Brando Korox Grundierung drüber gehen, aber das kriege ich heute nicht mehr hin.
Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich glaube, ich habe genug Material für heute, für das Video. Und beim nächsten Mal sehen wir dann den Rest, sprich wie ich dann nochmal das Brandokorox drüber mache. Und dann werde ich mich auch dran begeben und werde versuchen, mit dem, ich habe ja von Amazell diesen Cleaner, den habt ihr vielleicht gesehen, um die Klebeflächen, bevor ich praktisch Isolierung und sowas aufklebe, sauber zu machen. Und ich habe festgestellt, wenn man den benutzt, kriegt man eigentlich den Kleber ab, sowohl den von VW als auch den Zwei-Komponenten-Kleber, der oben war, der bröckelt dann auch runter. Das heißt, mit dem Zeug sollte ich alles sauber kriegen, bevor ich den Filz dann zum Beispiel frisch verklebe. Ich habe aber auch mit einer Firma gesprochen, wo ich wahrscheinlich den Filz beziehe, und die haben gesagt, wenn da feste Kleberückstände sind, die sich also nicht lösen, dann geht das eigentlich auch, dass man es nicht komplett runter machen muss. Wir werden sehen, beziehungsweise ich werde sehen und ihr dann natürlich auch. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.